Hallöchen, ihr der Nale 4 und willkommen zurück bei Fallout 3, wo es weitergeht, jetzt hier in Richtung Minenfeld. Ja, dort gilt es, eine Mine für die liebe Moira zu finden. Ich bin sehr gespannt, was mich dort erwartet und würde sagen, weiter. So, mal schauen, was mich dort so toll erwartet. Ich habe schon ein paar Minen am Start. So, die Brahims hier, die sind wieder am Leben. Gell? Der Flieger ist tot. Hatte der gerade einen Kiefer verloren? War das ein Kiefer? Alter, okay. Gut. Ne, ihr Lieben, euch geht's gut. Gut, der voll die Riesenäuter, ey, ist ja. Gut, weiß gleich. So, lassen wir mal und weiter geht's. Hier fällt ein, warte mal, ich könnte eigentlich ja schon mal hier zum Güterbahnhof Meresti reisen. Da spare ich mir doch schon mal ein bisschen was. Haus, Roboter. Ah, hallo. Brauchen Sie was? Ah ja, was hast denn so? Wenn der Preis stimmt. Wie lautet das Angebot? Keine Ahnung, das musst du mir machen. So, ein paar Schuss habe ich aber noch jede Menge. Wobei, das könnte ich eigentlich mal hier. Denn ansonsten hat er nicht wirklich viel. Ich würde sagen, die 10 Schuss, die gönne ich mir, beziehungsweise ihm. 16 Kronkorken. Kann ich dir irgendwas hier verkaufen? Vielleicht. Bisschen Jet. Wäre nett. Ja. Das heißt, kriege ich 44 wieder. Ansonsten Wein kann ich hier noch geben. Und Whisky. Und Wodka. Es gab ja voll viel Kohle hier, hör mal. Ist ja super. Gut, alles gleichen. Mehr brauche ich mit nicht. So jemanden macht man gerne Geschäfte. Okay. Du hast mit deinem Roboter gequatscht. Stimmt was nicht mit dem? Ich überlege schon seit einer Stunde, ob mit ihm was nicht stimmt. Okay, das ist lang. Ich glaube, er hängt in so einer Art Schleife. Ich habe versucht, ihn zu reparieren, aber all diese Schalter und Schaltkreise sind zu viel für mich. Okay. Ich kann versuchen, den Roboter zu reparieren. Danke. Wenn Sie ihn wieder hinkriegen, kann ich Ihnen einige Energiezellen als Bezahlung geben. Kommen Sie einfach wieder, wenn Sie fertig sind. Okay. Gut. Dann sind wir uns einig. In Ordnung. Reparieren Sie diesen Roboter, dann gebe ich Ihnen ein paar Energiezellen. Viel Glück. Aber nur ein paar. Das ist kein Gebäuderoboter. Habe ich dir schon mehrfach gesagt. Hey, Mr. Handy. Dieser Roboter steckt in einer Diagnoseschleife fest. Das Problem ist mit leichter Wartung zu beheben. Kritischen Schaltkreis entfernen, um den Roboter zu deaktivieren. Sie entfernen sämtliche Transistoren, die für den Basisbetrieb erforderlich sind. Dieser Roboter wird nie wieder. Der Hund ist tot. Bitte. Entschuldigung. Hey, was ist aus dem Roboter geworden? Ja, du. Der hat so schön geknirscht, dass ich ihn ausweitete. Also als ich ihn ausgeweitet habe, ne, hat er so richtig schön geknirscht. Zur Hölle, Mann! Wie kann man nur sowas tun? Vergessen Sie es, ich bin raus. Halten Sie sich in Zukunft von Maschinen fern. Vor allem von meinen. Verschwinden Sie. Ich habe von Ihrer Hilfe die Nase voll. Alles klärchen. Undankbarer Arsch. Echt jetzt? Was haben wir denn hier? Macht Spaß!
So, nehmen wir das mit. Chinesisches Sturmgewehr. Okay. Das gönne ich mir auch. So, Kronkorken. Mehr hat er nicht, ne? Bisschen Schrot, hat kein Gewicht. Splittergranaten, Stimpack, Sturmjägerhut. Wahrnehmung plus 1. Den gönne ich mir auch. So, alles Klärchen. Gut. Wunderbar. Also echt. Aber hey. So, ich habe ein Sturmgewehr. Kann ich das mit dem anderen reparieren? Nein. Das hier macht 26, das macht 30. Hör mal. Ach, das ist das AK, ne? Gut, dann geht's weiter. Hier in Richtung, genau. Der ist leer, der ist leer. So. Schauen wir noch mal, was hier noch ist. Mal kicken. Auf jeden Fall ist es nice, jetzt hier noch eine neue Waffe zu haben. Was bist denn du, ein Raider? Na komm. So muss es sein. Warum nicht direkt so? Kronkorken und Nudeln. Okay. Aber es ist nur einer, ne? So, kann ich auch die Pistole mir gönnen. Was haben wir denn hier? Maulwurfsratten. So, da hat sich's dezent mal aufgehängt, das Spiel. Das ist ja furchtbar. So, jetzt aber. Jemand? Nein? Okay. Gut. Ist ja die Sache, ob sie es noch oft irgendwie spontan hier mal aufhängt, was ich natürlich nicht hoffe. Ist aber ein langer Weg hier. Vorsicht. Irgendwas ist hier. Vorne ist ein Hund. Irgendwo kriecht da noch was rum. Scheint irgendein
Elektrizitätswerk oder so zu sein, Umspannwerk. Schauen wir mal. Was dort so drin ist. Flasche, Flasche, Flasche. Au. Und Raider. Also, echt. Söldner der Tail & Company. Rüstung. Schadensresistenz 12. Ich habe 10. Da nehme ich die doch mal mit. Und leg. Aber das Ding hat einen Bonus auf kleine Waffen, ne? Die nicht. Okay. Der hat Schuss. Noch mehr. Noch mehr. Ein Sturmgewehr, gut. Das heißt, dann kann ich hier die Kampfrüstung auch wieder reintun. Eine Impulsmine. Okay. Dann. Reparieren wir das Ganze. Irgendwo ist da noch was. Irgendwo. Stand da, glaube ich, noch einer, ne? So, wo bin ich eigentlich? Bin ich schon hier, wo ich sein muss? Ja, gleich. Okay. Holy moly. Ich glaube, beim nächsten Level Up sollte ich ein bisschen was in Medizin investieren. Zwecks mehr Heilung durch Stimpaks. So, erstmal hier rein. Entdeckt Minefields. Da vorne sehe ich schon etliche Minen. Würde ich mich hier auch mal ganz gerne umgucken. So, sind hier welche? Hier sind keine. Ist ja die Sache, ob irgendwas am Rumpimmeln ist, ne? Eine. Zwei. Oh, sind einige noch. Wo schießt da jemand? Okay. Okay. Gut. Ja, yep, ist in Ordnung. So, was haben wir hier? Gipsenhaus. Verschlossen. Blutiger Handabdruck, das kann nur gut sein, ne? Hier, schwarzer Handabdruck, man weiß es
in Elder Scrolls. Hier ist die dunkle Bruderschaft drin. Gehen wir doch mal gucken, ob der da drin ist. Hey, Mr. Gibson, alles cool? Schon mal ein Raider. Okay, mal vorsichtig hier umschauen. Die Glick, erstmal eine Pfanne. Eichhörnchen, Meilerkuchen, Cram. Ich vergesse alles, ne? Eine Zündflamme, die bräuchten auch, ne? Gewicht 1. Ich vergesse alles, dass ich ja hier auch das, die ganzen Sachen ja fressen kann, ne? Um HP zu bekommen. So, Hilfe. Komm. Gönn dir. Wunderbar. So, warte mal, die Zeitung können wir auch lesen. Dietrich plus 1. Haben wir nämlich einiges doch hier am Start. Okay, aber noch 22 Stimpacks, das ist gut. Good to know. So, öffnen. Hausmodell, sehr schwer. 100, okay. Vielleicht gibt es irgendwo einen Key. Okay, die moderne Zuhaltung. Nochmal Dietrich um 1 erhöht. Ich glaube, mehr ist hier nicht, ne? In dem Häuschen. Oben mal. So, Stützbandagen. Ledergürtelchen. Bett da unten ist eine Lunchbox. So, erste Hilfekasten. Da haben wir Stimpack, einen ganzen Bums. Das nehme ich alles mit. Staubsauger, oh Gott. Da könnte ich mir doch hier das Gleisgewehr bauen, ne? So. Psycho, Kronkorken. Alles Klärchen. Medics. Medics, so. Die haben hier. Oh Gott, ist es. Oh Gott. Sich nochmal letzten Schuss gegönnt, sozusagen. Und vorher das Haus abgeschlossen. Okay, mehr ist hier nicht. Gott, ich muss mir irgendwie hier merken, dass in... Oh Gott, in Minefields, dass da noch was ist, ne? Müsste ich mir irgendwie mal aufschreiben. Also, Minefield Gibsonhaus. So, das notiere ich mir mal schnell für die Zukunft, damit ich es auch weiß. Also, Minefield Gibsonhaus ist ein 100er Schloss noch drin. Alles Klärchen. Die Zeit nehme ich mir. Gut. Das war das einzige Haus, ne, das ich betreten kann. Oder geht das da vorne auch? Wo schießt denn da jemand? Rasenmähermesser, das brauche ich auch, ne? Irgendwie ist hier jede Menge geruscht. Ja. Okay. Vorsichtig. Attention. Vorne ist noch eine. Ist ja die Sache. Ich glaube irgendwo
ist da jemand und schießt auf mich. Pting, ptung, pting, ptang. Ich habe keinen Plan, wo. Da oben. Da hinten auf dem Dach. Ich sehe dich, Kollege. Das ist eine Sache, ob ich so vielleicht besser vor hinkomme, ne? Genau. Soll ich zurückschießen? Was war da mit dem? Ich weiß nicht. Ist schwer. Den würde ich aber ganz gerne mal hier jetzt mir mal genauer anhören, den Kollegen. Es kann ja nicht sein, dass der hier auf mich am Ballern ist. Da gucke ich doch mal hier. Sich richtig hart verschanzt hier, sehe ich gerade. Gefahr? Wo? Ach, da! Lieber. Der war da auf dem Haus, ne? Ja, der war mir feindlich gesonnen, okay. Okay, aber noch hat er mich nicht gespottet. Aber ich komme da so auch hier nicht rum, ne? Will ich mal von hier oben, dass besser geht. Der muss ja hier irgendwo sein, hör mal. Ist ziemlich hart vermint. Mal gucken, wo er ist. Jetzt vielleicht? Das war ja voll daneben. Okay. Hat ein dickes Sniper. Also, Vets, ne? War ein voller Erfolg. Ne, Geschützgewehr. Mega. Ja, geil. So.
Arkansas hat noch ein bisschen Schuss. Schlüssel des Richfield Tors. Okay. So. Steak. Steak. Komme ich dann vielleicht da ins Haus rein? Kann das sein? Auf jeden Fall hier ein dicker Sniper, hör mal. Das ist mega. Guck mal. Heckenschützengewehr. Yeah. Sau gut. Ey, von der Bewaffnung her, ne? Läuft immer besser. Bin ich eigentlich jetzt überladen? Nein. Mitnehmen. Ist ja echt praktisch, ne, dass hier Munition kein Gewicht hat. Das freut mich. So, da unten sind noch ganz viele Minen. So. Mache mir die so platt. Ich meine, ich habe ja. Die waren aber auch echt überall, hey. Ja. Oh, Alter. Diese Alpha-Wände. Nein! Ist doch eine Scheiße. Ey. Kinders. Jetzt aber. Auch noch eine. So, wunderbar. Zanehaus. Gut. Radio. Was haben wir denn hier? Alles Schönes. Schuss. Da ist sonst nichts. Ein Safe. Okay, ein bisschen Schuss. Kronkorken. Wunderbar. Was haben wir im Schrank? Schuss und eine Jagdflinte. Das passt sich gut, da kann ich meine nämlich hier reparieren. Wunderbar. Okay. So, gehen wir mal oben gucken. Ne, die Häuser übrigens sind irgendwie alle gleich aufgebaut. Pfeil. Teddybär, Pfeile. Big Nix, nehmen wir es mit. Hier noch. Guck mal. Pugilismus. Aktuell noch eine Zeitschrift, die ich lesen kann. Da haben wir es. So, waffenlos. Nochmal zwei Punkte mehr. Ist immer so verwirrend, dass ich Escape drücken möchte, um aus dem Menü rauszukommen. Weil man so gewohnt ist von Fallout 76. So, aber hier ist nix. Nope. Gut. So, wie viel schmutziges Wasser habe ich eigentlich?
mehr HP. Gab es hier denn sonst noch irgendwas in diesem Haus? Ich glaube nicht, ne? Die Zündflamme nehmen wir mit. Ansonsten war hier nichts mehr. So, hier habe ich ja Aluminium entschärft. Es war noch ein anderes Haus in der Nähe, ne? Das da drüben. Das heißt Minefield. Ist jetzt soweit auch hier fertig. Okay, Bensons Haus, da komme ich auch so mit rein. Also kann ich mit dem einen Schlüssel hier alles knacken. Ein Traum. Wunderbar. Freue ich mich. So, was haben wir denn hier? Elektrischer Leiter. Ein Sensemodul. Und eine Dampfanzeige. Ich glaube, diese ganzen teuren Stuff, ne? Diesen ganzen Kruscht. Den braucht man ja, um sich entsprechende Waffen später auch bauen zu können. Aber ich habe bis jetzt nur einen Bauplan. Mal gucken. Kaliber Schuss, aber die Pistole. Warte mal, dann können wir die reparieren. Wir nehmen schon mal eine. Weniger. Das ist ein Ödländer. Rollschuhe. Bauklötze. Coca-Cola-Truck, Spielzeug und Teddy. Lunchbox. Eine Sherry Bomb. Mehr ist hier nicht. Washington Zeitschrift für Innere Medizin. Die gönne ich mir. So. Medizin um 1 erhöht. Also lohnt sich hier alles durchzusuchen. So, ich meine, der Loot in Fallout 3 hier in diesem Haus, der war auch immer fest vorgegeben. Das heißt, diese Zeitschrift findet man, glaube ich, immer hier drin, wenn man reinkommt. Ja, gut. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt mit dem Schlüssel hier das Ding aufkriege in dem Häuschen, oder? Im Gipsenhaus? Nein. Okay. Nach wie vor nicht. Gut, haben wir das, würde ich sagen. Eine Mine wurde gefunden. Gehe ich doch mal zurück. Zum Spielplatz in Minefield reisen. Das heißt, da war ich noch nicht. Den muss ich noch betreten. Aber die andere Markierung könnte ich mal wegmachen. Das irritiert mich gerade. Entfernen. Gut, deswegen bin ich auch hier. Da muss ich aufpassen. Wir können natürlich noch Minen liegen. Jawohl. Wunderbar. Aber da hinten ist noch ein Haus. Da sind noch mehr Minen. Ja.
jede Menge. Aber die kann man ja so recht entspannt entfernen. Level up! Nee, okay. Yeah, okay, also. 3 in Medizin, habe ich ja gesagt. Kleine Waffen, bringen wir mal auf 3. Schleichen ist 50, ist soweit okay. Dann würde ich sagen, mache ich noch 3 Punkte in Dietrich. Und reparieren, auch auf 50. Das passt. So, machen wir hier noch und dann ist das okay. Gut, alle hopp, wunderbar. Was haben wir denn hier, was ich nehmen kann? Verständnis. Mit der extra Verständnis erhalten Sie mit jedem gelesenen Fertigkeitsbuch ein weiteres. Ja, gut. Okay. Ich habe ja schon gelesen mit dem extra gebildet. War 3 weitere Fähigkeitenpunkte. Na, Falle sind intensives Training. Warte, Level Up. Deep. Mit jedem Mal, ne? Oh ja, erhalten Sie sofort einen Bonus von 5 Punkten auf die Fähigkeiten Schleichen und Dietrich. Das nehmen wir doch mit. Wunderbar. Alles Klärchen. Geile Sache. Hör mal, hier. So. Hat keinen Schuss mehr, keine Money. Ich hoffe, das waren alle. Da ist noch. Das ist auch echt schwierig zu sehen hier. Die Dinger. So, was haben wir noch? Gillian House. Und das ist voll mit Viechzeug. Gidi jetzt. Aber ich glaube, es sind nur. Oh, Kakerlaken. Oh. Komm, nimm mit. Nahrung kannst du immer gebrauchen. Brahimsteak und Zipflamme. Mega. Pfeile. Das hört sich so an, als würde jemand mit so einer Plastiktüte knirschen. Also Schokobon Folienpapier. Ne? Ihr Lieben. Ich bin der Kammerjäger. Ich mache euch alle platt, ihr Lutscher. Chink, chunk, chink. So, hier ist nix. Auch nicht. Guck mal, da zuckt es noch. Jössas. Just the two of us. Da gibt's hier noch. So, was haben wir hier? Grognack, der Baba. Mega. Gibt Nahkampfschaden. Einen kleinen Bonus. Und dich noch. So, Stimpack, schmutzig Wasser. Und da bin ich auch schon dezent hier. Voll wie ein Eimer. So, was haben wir hier? Verschlossen. Kronkorken. Buff out. Alles Gleiche. Nee. Mehr gibt's hier nicht. Okay. Gut. Und der Bärchen. Gehen wir wieder raus. Aber soweit haben wir jetzt alles hier, ne? Dann würde ich sagen, geht's zurück zur lieben Moira. Und geben das ganze Ding ab. Und
dann lagere ich noch hier den ganzen anderen Krust wieder. Oh Gott, lief der jetzt oben irgendwo rum? Hab ich das richtig gesehen? Alle hopp. AM. So. Warte ich halt 3 Stunden. Komm, warten. Mit W muss ich das bestätigen? Nicht mit E. Mann. So. Warten. Wir vor so einem scheiß Aldi, wenn es irgendwas im Angebot gibt. Hallo. Na? Hi, ich bin Maggie und lebe mit Billy Creel zusammen. Okay. Kennen Sie ihn? Nee. Er kümmert sich um mich. Okay. Na gut, ich muss dann mal. Tschüss. Tschüss. Wer kümmert sich um dich? Es klingt ein bisschen creepy. Billy kümmert sich um mich. Kennen Sie Billy? Mm-mm. Billy Creel? Nee. Vor langer Zeit hat er mich vor den Raiders gerettet. Sie haben meine Eltern getötet. Das tut mir leid. Aber Billy war da, bevor sie mich fangen konnten. Und jetzt ist er sowas wie mein Vater. Oh. Okay, gibt's sonst noch was über Megaton zu sagen? Megaton ist ganz okay. Okay. Als ich klein war, lebte ich weit weg. Bis Billy mich gefunden hat. Mhm. Gut. Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Jupp, mach's gut. Wer bist denn du? Was ist los? Alles gut? Okay. Gott, da gab's ja Kinder, ne? Ich glaube, ist Fallout 3 das Spiel, wo es am meisten Kinder gab? Kann das sein? Ah, ist ja auch wurscht. So. Jo, alles cool. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Oder wie die Dinger eben heißen? Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ja. Ich habe Minefield überlebt, sogar ein Geschenk mitgebracht. Meine eigene Landmine? Ja. Die habe ich mir immer schon gewünscht. Nun ja, zumindest seit ich Sie auf diesen Auftrag angesetzt habe. Nun erzählen Sie schon. Wie fühlt man sich, wenn man durch ein Minenfeld spaziert? Und wie ist es, eine Landmine zu entschärfen? Naja, 1, 2 Explosionen und ein Heckenschütze. Nichts Weltbewegendes. Na, wenn das alles ist, ja, okay. Ich werde das hier jetzt einfach untersuchen und hoffen, dass es keine weiteren Explosionen mehr geben wird, ja? Ja, ich weiß, mach das. Sie haben für den Moment genug Sprengstoff gesehen, aber offensichtlich kennen Sie sich aus. Hier, nehmen Sie etwas für den Notfall. Diese Landmine bringt mich auf eine Idee. Ein schreckliches Gerät, das schreckliche Dinge anrichtet. Aber es ist ganz einfach, so etwas selbst zu bauen. Okay. Sehr schön. Splittergranate. Diagramm Kronkorkenmine. Schön. Wunderbar. Ist das erste Kapitel schon abgeschlossen? Kapitel 1 ist fertig. Sehr gut. Ich versuche, Ihren tollen Sinn für Humor einfließen zu lassen. Weiter Danke. So. Dann wird das Buch informativ und unterhaltsam. Das glaube ich. Hier, für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stampacks gesammelt. Sie werden sie natürlich eventuell brauchen. 2 Kapitel liegen noch vor uns. Okay. Ziemlich viele sind bei der 4. Okay. ist in Ordnung. Ich bin bereit, die Recherchen über das nächste Kapitel zu beginnen. Das zweite Kapitel wird etwas kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und Verderb mit den Kreaturen da draußen fertig wird. Dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie von Myerlurks und, wenn alle Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Gut, dann wollen wir uns mal reinknien und mit der Arbeit an diesem Kapitel beginnen. Was kommt als erstes? Erzählen Sie mir mehr über die Abwehr der Maulwurfsratten. Maulwurfsratten können sich fast überall eingraben und jede Menge Ärger verursachen. Daher werde ich einen chemischen Abwehrstick entwickeln. Okay. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Daher müssen Sie ein paar Maulwurfsratten finden und ein wenig herumexperimentieren. Ich werde das Abwehrmittel testen. Es geht kinderleicht. Ein Schlag mit dem Applikator und Sie fühlen sich miserabel. Sekunden später sind Sie weg vom Fenster. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. Okay. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. Gut. Das Abwehrmittel an 7 weiteren aus. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt Bis mal. Bis dann. Super. Dann würde ich sagen, T.
testen wir den ganzen Bums an den Maulwurfsratten doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.